Hallo liebe Schachfreunde, auch die zweite Öffnungsfalle ist relativ bekannt. Wollen wir mal gucken. Die beiden Mittelbauern gehen, Springer F3 und jetzt Bauer sucht nach F6. Selbst bei einer WM-Partie, einer der ersten WM-Matches, die es gab, wurde dieser Zug gespielt. Ich selber habe den übrigens auch schon gespielt als Schwarzer. Werde ich gleich was zu sagen. Ein guter Zug, um das zu widerlegen, ist hier der Läuferzug nach C4. Aber meistens wird hier die stärkste Variante oder die einfachste Variante gespielt, nämlich Springer schlägt E5. So, Schwarz nimmt zurück und nun sieht man es und diese Widerlegung stammt, deshalb habe ich das so genannt, von Greco um 1620 hat er das wohl gefunden, es kommt das Damenschach. So, ganz kurz gehe ich auf die Variante G6 ein, denn jetzt haben wir Dame schlägt E5 mit Schach und selbst wenn die Dame jetzt dazwischen geht, ist der Turm weg. Schwarz kriegt jetzt vielleicht noch ein oder maximal zwei Bauern zurück, aber das Material ist hier schon eindeutig. So, das heißt, man müsste hier, wenn man es nicht kennt, wird man das auch vielleicht finden, den König nach E7 spielen. Ja, und nun spielt sich alles von alleine. Dame schlägt E5, König, Maus nach F7, jetzt das Schach. Die beste Verteidigung ist jetzt tatsächlich noch D5. Ein schwächerer Spieler würde darauf aber nicht kommen, einfach so den Bauern zu geben. Die Idee ist, dass der Läufer dann hier rauskommt und das Feld F5 überdeckt. So, Läufer D5 Schach, König nach G6. Und jetzt kommt zum Beispiel H4 mit der Idee, Läufer schlägt auf B7. Und dann geht die Dame hier nach F5 und es kommt Bauer D4. Das werden wir gleich in einer anderen Variante sehen. Das ist eine klar gewonnene Stellung. Kann man sich mal kurz angucken. Ist also kein großes Problem. Schön wird's, wenn Schwarz, was häufiger der Fall ist, diesen Bauernzug nach D5 nicht spielt. Dann spielt der König nach G6. Jetzt geht die Dame nach F5 Schach. König H6 und nun Läufer wird aktiviert mit dem Bauernzug nach D4. Jetzt kommt noch G5 und Bauer H4 und es folgt hier, ja, je nachdem, man muss hier schon großes Material opfern, weil hier der Abzug droht, hier droht Läufer schlägt G5 mit Damengewinn und so weiter. Und das ist also ganz einfach gewonnen jetzt. Tja, nun habe ich ja gesagt, ich habe das auch schon zweimal gespielt. Wie kann denn das sein? Ich kann mich doch hier nicht so schnell matt setzen lassen. So, gehen wir hier nochmal zurück. Springer schlägt E5. Ja, jetzt der mit Abstand beste Zug und der wurde damals auch bei der WM-Partie gespielt, ist Dame E7. Ja, wenn ihr das nicht kennt, gerade in der Blitzpartie, könnte man sagen, naja, jetzt, das kenne ich doch, das taktische Motiv, jetzt gewinne ich mal schnell. So, ich sage übrigens, was richtig ist. Richtig wäre, den Springer zurückzuziehen und dann hat Weiß großen Entwicklungsvorteil, weil die Dame sollte da auch nicht schlagen. Und das ist also das Beste. So, das sieht aber gut aus. Ne? Schach, kennen wir doch. Mensch, wenn jetzt der König wegzieht, dann komme ich hier nach F7 rein. Ne? Was soll er machen? G6. Ja, aber das ist doch altbekannt. Springer schlägt G6 und fertig. Nee, jetzt kommt die taktische Erwiderung. Dame schlägt E4. Völlig egal, was er macht, lassen wir ihn irgendeinen Zug machen. Und plötzlich ist es Schwarz, der lacht und hier materiell im Vorteil ist, also praktisch eine Figur gewonnen hat gegen einen Bauern, glaube ich. Ja, kann man beim Blitz auch mal machen. Also Dame E7, wenn man es spielt, ist der richtige Zug und dann kann man hoffen, dass Weiß auf diese Falle reinfällt. Insofern eine doppelte Eröffnungsfalle heute. Es grüßt euch, Abquark.